Das Promi-Geflüster, natürlich hier mit dem ESC-Ausgabe. Ich habe hier hinter mir schon mal ein bisschen die Turin-Kulisse reingezaubert. So wird es wohl im Mai dann ausschauen, wenn alles offiziell über die Bühne geht. Genau. Und heute habe ich noch mal einen ganz speziellen Gast. Ich freue mich ganz besonders, denn die 6 Kandidaten haben wir vorgestellt, aber wer hinter den Kulissen arbeitet, das ist doch vielleicht auch mal ganz spannend. Und ich sage mal ganz kurz ein paar Zahlen. Von 2000 bis 2009 war er Redakteur bei der NDR Unterhaltung. 2010 bis 2011 Leiter der Showredaktion beim NDR. Dann mal kurzer Abstecher zum ZDF. Und seit 2012, seit dem September 2012 ist er der Abteilungsleiter für die Bereiche Show, Musik und Quiz beim NDR. Und dazu sage ich Hallo und herzlich willkommen den Andreas Gerling. Grüße Sie, hallo. Hallo. Ich grüße Sie, hallo, freue mich. Ja, und eben jetzt natürlich für den Eurovision Song Contest zuständig, der NDR für die ARD. Und ja, was ist denn so Ihr Aufgabenbereich konkret, wenn Sie es vielleicht mal ein bisschen beschreiben? Ja, also ich bin beim NDR Teamchef ESC und damit im Grunde zuständig für alles, was mit der Vorbereitung dieses Wettbewerbs zusammenhängt. Also national das Auswahlverfahren, der Vorentscheid, nicht, aber dann auch mit Blick auf den Auftritt beim Finale und so weiter. Ich mache das ja in diesem Jahr zum ersten Mal, nicht, und kann Ihnen sagen, es macht in der Tat sehr viel Spaß. Ist aber auch voller Überraschungen natürlich, nicht, weil beim ESC, das wissen Sie ja, 2+2 sind nicht immer 4, sondern eben auch mal 3 oder 5. Ja, genau. Und deswegen, wir sind jetzt auch schon ein bisschen wieder im Zeitverzug oder Zeitversatz, wie auch immer. Wollten wir schon ein bisschen früher miteinander sprechen. Ne? Genau. Und bei so einer Live-Vorbereitung, ich weiß es ja, da kann viel passieren. Ja, so ist es. Ja, wir sind ja hier mitten in den Proben für unsere für unseren Vorentscheid morgen Abend, der ja ein bisschen anders aussehen wird als ursprünglich gedacht, nicht, weil wir etwas einbetten in einen Solidaritätstag innerhalb der ARD für die Ukraine, nicht, und der Vorentscheid jetzt ja nicht nur in den dritten Programmen, sondern auch zusätzlich im ersten Programm in der ARD stattfinden wird und auch tatsächlich ein bisschen anders aussieht als ursprünglich gedacht. Ganz genau, das ist jetzt auch gleich so die nächste Frage. Wie kann man eigentlich da wirklich ausgelassen feiern? Als mein ESC ist ja eigentlich ein Fest der Freude mit über 40 europäischen Staaten und in manchen Staaten, die ja wirklich direkt an der Grenze sind, da ist es dann doch ein bisschen schwierig, denke ich mal. Polen, Rumänien, Bulgarien, wenn Krieg im Nachbarland sozusagen herrscht. Also der ESC trägt die Völkerverständigung ja schon in seiner DNA, wenn Sie so wollen. Nicht? Es ist das größte Musikfest der Welt und Musik verbindet, Musik kennt keine Grenzen. Der ESC verbindet Menschen, Völker, Kulturen und deshalb finde ich, ist es wichtiger denn je, durch so ein Event Menschen und Länder zusammenzuführen, Brücken zu bauen und damit ja auch die Herzen von Millionen Menschen in ganz Europa zu erreichen. Und da sehe ich diese Veranstaltung auch einfach als ein gemeinsames Zeichen der Solidarität und finde es deshalb auch wichtig, dass er stattfindet. Mhm. 6 Kandidaten habt ihr ja ausgewählt. Jetzt natürlich, wie sind die Beiträge, wenn Sie es mal beschreiben würden, wie sind die so entstanden alles? Ja. Also unsere Jury hat 6, wie ich finde, tolle Künstlerinnen und Künstler ausgewählt aus fast 1000 Bewerbungen, fast alle mit eigenen Songs, nicht? Und die Künstlerinnen und Künstler sind mit so viel Herzblut und Freude dabei. Wir erleben sie ja schon seit einigen Tagen hier bei den Proben. Wir hatten fast 1000 Bewerbungen. Daraus hat die Jury, die in diesem Jahr ja aus den Musikchefs und Musikchefinnen der reichweitenstarken ARD-Popwellen bestand, zunächst 30 ausgewählt, nicht, die zu einer Audition dann nach Berlin eingeladen wurden. Und danach hat die Jury dann ihre Auswahl getroffen und die 6 Künstlerinnen und Künstler nominiert.
definiert, die heute oder beziehungsweise morgen Abend dann beim Vorentscheid hier auf der Bühne stehen werden. Ja, also da bestimmt keine einfache Sache, wie gesagt. Und wenn natürlich die Kandidaten im Vorfeld natürlich ihre oder grundsätzlich die ganzen Musiker ihre Beiträge einreichen durften, wie wurden die aufgerufen? Also wir haben ja einen Aufruf gemacht im Herbst letzten Jahres, nicht im November, und die Resonanz war wirklich großartig, nicht? Also das damit war jetzt auch nicht zu rechnen, dass so viele Bewerbungen da tatsächlich eingegangen sind und da hat die Jury ja auch viele Wochen mit zu tun gehabt, einfach die Songs zu hören, nicht? Und die entsprechende Auswahl dann da zu treffen. Und also die Resonanz war großartig, wie ich fand. Aber es gibt natürlich auch immer wieder Kritik von den Fans, die mit der ganzen Auswahlprozess gar nicht so ganz zufrieden sind. Wie gehen Sie da damit um? Ja, es hat eine sehr starke Kritik am Auswahlverfahren in diesem Jahr gegeben, und ich verstehe die Kritik auch, nicht? Also wenn es zum Beispiel um die musikalische Bandbreite der Vorauswahl geht, zum Beispiel, also wo ist der Schlager, wo ist der Metal-Beitrag und so weiter, nicht? Ich verstehe auch die Kritik, wenn es um die Partizipation des Publikums geht, nicht? Also das Publikum, viele Fans möchten nicht nur beim Vorentscheid die Wahl haben, nicht, sondern möchten auch darüber hinaus mitbestimmen. Und das ist ja etwas, was wir uns auch sehr zu Herzen nehmen, nicht? Und da sind wir ja auch ins Gespräch gegangen, also zunächst mal eingestiegen, mit den Fans gemeinsam zu schauen, so wo müssen wir da nachschärfen, so wie kann man dieses Auswahlverfahren weiterentwickeln. Und das ist das Ziel, das wirklich jetzt in den nächsten Wochen und Monaten auch im Dialog zu machen. So, das war jetzt unser Angebot für dieses Jahr, nicht? Und im nächsten Jahr haben wir noch. Ich denke mal, es ist natürlich sicher auch nicht ganz einfach für den Zuschauer, der jetzt morgen die 6 Titel hört, komplett neue Namen zu präsentieren, neue Künstler, die man vielleicht vorher noch gar nicht gekannt hat, und das dann der breiten Masse zu präsentieren, ne? Also das ist ja ein bisschen Teil unseres diesjährigen Konzeptes gewesen, dass wir gesagt haben, wir wollen aber trotzdem mit einem Titel nach Turin fahren, den die Deutschen kennen und möglichst auch lieben. Und dazu sind wir ja in diese Kooperation auch mit den ARD-Popwellen gegangen, die alle unsere Wettbewerbstitel seit Wochen spielen, nicht? Und auch die Künstlerinnen und Künstler entsprechend präsentieren, nicht? Und da sieht man auch, dass das funktioniert, weil alle 6 Titel in den deutschen Airplay-Charts gerade sind, nicht? Und wir haben ja auch auf unterschiedlichen Plattformen, in unterschiedlichen Sendungen im Fernsehen unsere Künstlerinnen und Künstler vorgestellt, jetzt auflaufend auf den Vorentscheid morgen. Und insofern glaube ich, dass wir da schon auch eine große Präsenz jetzt geboten haben innerhalb der ARD. Und ja, und wer sich da ein Bild machen wollte, der konnte das tun. Und ja, und alle anderen haben morgen Abend um 20.15 Uhr beim Vorentscheid dann entsprechend die Möglichkeit. Genau. Oder sind wir Deutschen vielleicht ein bisschen zu kritisch mit der Auswahl als andere Länder eventuell? Ja, also das ist eine interessante Frage. Das ist eine sehr interessante Frage, Herr Stiller, über die man vielleicht mal ausführlicher diskutieren muss, nicht? Also Rudi Carrell hat mal gesagt, als er in den 60er Jahren beim Grand Prix Eurovision, wie das ja damals noch hieß, teilgenommen hat, da hat er für seine Heimat, die Niederlande, ich glaube, es war der vorletzte Platz, ne, den vorletzten Platz belegt, und wurde aber daheim gefeiert wie ein Held, nicht? Und das war im Grunde der Startschuss für eine beispiellose Karriere, also vor Deutschland ja auch in den Niederlanden, nicht? Und das, glaube ich, ist hier bei uns noch keinem Letztplatzierten gelungen oder passiert, nicht? Also insofern ist das eine spannende Frage, so die man mal untersuchen müsste, ja? Ja, definitiv, genau.
Und jetzt natürlich muss man mal ganz kurz noch auf die Petition kommen, die es ja auch gab mit den Eskimo-Callbars. Die hatten ja, glaube ich, auch ein Gespräch mit denen in ihrem Fanclub. Genau. Wäre es nicht wünschenswert gewesen, die Interpreten vielleicht auch mal da oder mehr durch ihre Fangemeinde das Ganze, den ganzen Grand Prix unterstützen zu lassen? Also ich will vorweg schicken, also mein persönlicher Geschmack spielt da ja keine Rolle, nicht? Also wir haben zuvor ein Regelwerk aufgestellt, das allen Beteiligten klar war, und mit dem auch alle Beteiligten einverstanden waren. Und das besagte, wir haben eine Jury, die diese Auswahl trifft. Diese Jury besteht und bestand aus den Musikchefs und Chefinnen der ARD Popwellen, nicht? Und die haben diesen Job übernommen. Und dann muss das auch gelten, nicht? Was diese Jury entscheidet, so, nicht? Die Band Eskimo Callboy ist bis in die letzte Runde gekommen. Am Ende hat sich die Jury dann dafür entschieden, sie nicht zum Vorentscheid zu schicken. Und das ist zu akzeptieren. Und ja, und wir haben das mit der Band ja auch besprochen. Da gab es ja einen Termin. Und nächstes Jahr ist ein neuer ESC. Genau, neue Chance, neues Glück sozusagen, ne? Genau, richtig. Natürlich ist so ein ESC ja auch immer mit Kosten verbunden. Die kleineren Länder, ich weiß jetzt nicht, wie stemmen die sowas? Sind die überhaupt bestrebt, den ESC zu gewinnen? Weil ich meine, so 12 Millionen war, glaube ich, 2011 für Deutschland einmal eine Summe, die da im Raum stand, oder? Das kann ich Ihnen nicht sagen, das weiß ich nicht, welche Summe da im Raum stand, aber ich denke, wenn man teilnimmt, und das glaube ich gilt ja für jedes Land, wenn man teilnimmt, dann will man auch gewinnen, nicht? Und ich glaube, das ist für jedes Land und auch für jeden Sender auch eine große Ehre, das größte Musikfest der Welt auszurichten. Und diese Diskussionen gibt es ja in jedem Jahr wieder, die gab es in allen möglichen Ländern auch. Kann man das überhaupt stemmen? Und irgendwie ist es ja am Ende immer passiert, nicht? Also insofern glaube ich, gewinnen möchten alle, die da mitmachen. Ja, jetzt sind wir natürlich gespannt, wenn dann, wer dann fahren darf und wie dann die restlichen Länder wieder für Deutschland abstimmen. Man denkt ja immer, es geht da ein bisschen unfair zur Sache, wenn manchmal andere Länder da Deutschland gar keine Punkte mehr geben. Ja, also ja, ich glaube, da gibt es sehr viele Gegenbeispiele, nicht? Also ich glaube wirklich, dass das eine These ist, die ins Reich der Mythen gehört, weil wer den ESC gewinnen will, der braucht Stimmen und Punkte einfach aus ganz Europa, aus ganz vielen Ländern, nicht? Also da reichen nicht nur die Nachbarn, nicht? Also das haben wir ja selbst hier in Deutschland auch bei Lena gesehen oder zuletzt bei Michael Schulte, nicht? Also wenn man gewinnen will, muss man alle umarmen, nicht? Und deshalb so glaube ich, also ohne das jetzt untersucht zu haben, aber glaube ich, das stimmt nicht. Okay. Und natürlich sind es heutzutage auch die Social Medias, die natürlich ihren Teil dazu beitragen. Sicherlich hat da spielt das jetzt eine andere Rolle als vor ein paar Jahren, nicht? Und das merkt man ja auch schon, dass viele Künstlerinnen und Künstler auch im letzten Jahr zum Beispiel ganz stark auf diese Karte gesetzt haben, nicht? Und auch ganz stark damit nach vorne gekommen sind, so, nicht? Also das ist etwas, was man jetzt immer mitdenken muss. Also, wie gesagt, ich habe jetzt alle Interpreten hier bei mir im Interview gehabt und muss sagen, es fällt wirklich schwer, da eine Entscheidung morgen Abend zu treffen. Haben Sie denn Aber einen Favoriten? was Haben Sie denn einen Favoriten? sind zwei, drei dabei, wo ich wirklich sagen würde, das wird jetzt morgen vielleicht noch mit der Performance noch mal ein bisschen entscheidend sein, aber ich hätte was, ja. Okay, ja, bin ich gespannt. Ja, genau, wie es ausgeht dann, genau. Wir unterhalten uns dann vielleicht morgen nochmal bei der Pressekonferenz, wenn wir da nochmal die Chance haben, genau. Sehr gerne. Was kann jetzt der Zuschauer noch tun? Ich glaube, bis zur Sendung hin kann man, glaube ich, nochmal voten, gell? Also wir haben unser Radio-Voting läuft
läuft ja noch bis morgen Abend um 20 Uhr, nicht? Da kann man auf den Homepages der einzelnen beteiligten ARD-Popwellen abstimmen, nicht? Also von NDR 2 über SWR 3 und so weiter, Bayern 3. Und morgen Abend dann einschalten und möglichst abstimmen, nicht? Also das hoffe ich natürlich, dass Deutschland wirklich morgen Abend da für den Künstler, die Künstlerin da entsprechend abstimmt. Das Ganze ist ja eingebettet in einen Solidaritätsabend. Also wir haben ja um 20.15 Uhr da eine von Ingo Zamperoni moderierte Sendung, eine Dreiviertelstunde, wo es um die Solidarität mit der Ukraine geht, nicht, und um die Hilfe vor allen Dingen, nicht, und das ist dann ab 21 Uhr dann der Vorentscheid hier aus Berlin. Ja, und da hoffe ich, dass möglichst viele da tatsächlich auch abstimmen für ihren Favoriten, ihre Favoriten und dass der Richtige oder die Richtige gewinnt. Ganz genau, da drücken wir für alle die Daumen ganz fest. Abschließend ganz kurz noch, dann sind wir durch. Was ist Ihr, wenn man wirklich den ganzen Grand Prix jetzt mal betrachtet, eines Ihrer Lieblingstitel? Egal, ob das jetzt ABBA war oder Udo Jürgens oder was auch immer. Ne? Also das ist eine ganz, ganz schwere Frage, weil ich tatsächlich nicht so diesen einen Titel habe oder diesen einen Lieblingssong habe, sondern ich habe eigentlich ganz viele Lieblingssongs, auch aus ganz unterschiedlichen Jahrzehnten in der Tat. Also dazu gehört sicherlich Euphoria, nicht, von Lorraine, nicht, dazu gehört ganz sicher auch Love Shine a Light, nicht, Katrina 1997, so, das ist sicherlich da auch ganz weit vorn, aber dazu gehört auch ein bisschen Frieden, nicht, von Nicole, nicht? Also da werden wir auch morgen Abend eine ganz besondere Version von ein bisschen Frieden im Vorentscheid präsentieren, nicht? Also anlässlich des 40-jährigen Jubiläums, aber natürlich auch in der aktuellen Situation ist das Lied ja aktueller denn je. Also insofern gibt es da nicht diesen einen Titel, sondern ja, ganz viele Lieblingssongs auch aus ganz vielen Jahrzehnten. Wunderbar. Weil der ESC mich einfach natürlich auch schon seit vielen Jahren als Zuschauer begleitet. Ja, genau. Wunderbar. Dann würde ich sagen, wünsche ich für morgen alles, alles Gute. Eine tolle Quote. Das ist ja, glaube ich, für ja, die Dank, immer ja, entscheidend. Ne? Und jetzt müssen wir auf die Uhr schauen. Jetzt ist 17.30 Uhr. Um 18 Uhr beginnt dann, wer weiß denn sowas, meine Lieblingssendung. Ach ja, wunderbar. Das ist doch toll. Ja, das freut mich sehr. Da sind Sie auch mitverantwortlich dafür, ne? Absolut, ja, ja, absolut. Ja, ja. Eine sehr schöne Sendung. Die kann ich wirklich sehr empfehlen. Jeden Abend wieder. Ne? Das ist spannend, wirklich toll. Spannung, Unterhaltung und ja, so wie man es sich eigentlich wünscht, in den Feierabend zu starten. Ja, das ist doch wunderbar. Ja, das freut mich sehr zu hören. Vielen Dank. Ja, also dann, ja, und dann drücken Sie uns mal die Daumen für morgen Abend, ja? Genau, so machen wir es. Alles klar, gut, danke, schöne Grüße. Bis bald, ja, danke, tschüss.